logisch denken und das Hirn benutzen. Und damit herzlich willkommen auf dem deutschen Wolfszeit-Kanal. Und zwar, es geht um gekaufte Objekte. Ja, weil StarVault kauft nämlich echt viele Sachen aus dem Unreal Engine Store. Und ich habe dazu ganz viel Zeug gelesen auf den ganzen Foren, auf Reddit und vor allem in den YouTube-Kommentaren. Heilige Scheiße. Jeder Zweite schreibt immer so, hey, das ist so alles nur kopiert. Haben sie alles nur gekauft und so? Nee, das stimmt tatsächlich nicht. So, aber jetzt kommen wir erstmal ganz zu den Sachen, die sie gekauft haben. Sie haben auf jeden Fall viele Sachen gekauft. Zum Beispiel hier sieht man gerade Fabernum. Ja, kein Scheiß. Fabernum oder halt auch Haven zum Beispiel. Ja, hier die Hauptstraße in Haven. Ja, oder auch zum Beispiel hier die Gardens oder halt der Weg zur Bücherei oder hier die Schmiede und so ein Scheiß. Das ist halt alles tatsächlich gekauft. Ja, und sie haben es halt wirklich quasi nicht eins zu eins. Sie haben es wirklich, also sie haben es erstmal rein. Da haben sie natürlich ein paar Sachen angepasst. Sogar die Trading-Dummies sind gleich. Ja, nee, aber sie haben es schon ein paar Sachen angepasst. Aber das Interessante dabei ist, sie haben halt, sie machen das halt, um Zeit zu sparen. Also wirklich, sie machen das, um Zeit zu sparen. Sie machen das halt wirklich, weil, warum soll sich denn jetzt ein Entwickler da hinsetzen und so eine Arena modellieren? Warum denn? Ja, kauf die Arena, fertig, klatsch sie rein, schaut gut aus, funktioniert, egal. Ja, da kann sich derjenige um irgendwas Sinnvolleres kümmern, wie zum Beispiel, dass das Networking besser funktioniert oder dass irgendwie unsere FPS besser werden oder irgendwas, ja, irgendeine Mechanik. Und ich verstehe halt nicht, warum zum Beispiel, ich kriege ständig Kommentare, dass es nur ein Asset-Flip ist, dass sie nur Money grabben wollen und so. Ich denke so, was ist denn los mit euch? Guckt euch das doch mal an! Die schauen doch, dass sie mit ihrer Zeit irgendwie hinkommen, so. Wenn ich jetzt 10 Entwickler hinsetze, die sollen jetzt Bäume, Büsche und the Barrels oder Fässer oder Häuser oder so machen. Ja, was ist das für ein Schmarrn? Ja, ist doch toll, dass die das so machen. Ist doch toll, dass die Scheiße einkaufen und sich Zeit sparen und sich tatsächlich um die wichtigen Sachen kümmern, um die richtig wichtigen Sachen. Und das ist halt super, dass sie da zumindest ein Augenmerk drauf legen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja eine andere haben, ist ja kein Ding. So, und deswegen habe ich auch eine Abstimmung gemacht, quasi in der Beschreibung, kann man auch mal reingucken. Ist leider auf Englisch, aber könnt ihr trotzdem abstimmen vielleicht. Vielleicht kriegt ihr das übersetzt oder so. Und ja, keine Ahnung, also ich finde es halt irgendwie ein bisschen irrsinnig irgendwie so, keine Ahnung. So, wie kann man denn denen vorwerfen, dass die Zeit sparen? Ist doch toll, dass die Zeit sparen. Sonst hätten wir heute noch gar keinen Elementalism-Patch, wir hätten doch kein Necromancy, wir hätten nicht mal irgendwelche Dungeons, wir hätten gar nichts, Alter. Wir würden da hocken, wir hätten nicht mal Häuser, Mann. Ach, tut mir so leid, denn in deutschen Videos gehe ich immer so ab oder so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall, Tindrum ist halt zusammengeschachtelt aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Und ich finde tatsächlich persönlich, man hätte es ein bisschen besser zusammenschachteln können, muss ich ehrlich sagen. Also die brauchen da wirklich ein Rework, heilige Scheiße, ja. Aber es schaut zumindest jetzt nicht komplett kacke aus, aber es ist auch nicht besonders super, ja. Aber sie können sich halt dadurch immens viel Zeit sparen. Und warum denn nicht? Ich meine, sie machen die Waffen selber, die Rüstungen. Ein paar Statuen machen sie selber oder halt ein paar Objekte machen sie schon selber. Wie zum Beispiel die Morikul-Statue oder sowas. Oder ganz, ganz viele Kreaturen machen die komplett selbst. Also, das kriegst du nicht in einem Asset Store, ja. Aber warum, ich meine, für mich persönlich macht das jetzt keinen Unterschied, ob die jetzt dieses Medieval Village hier von Unreal Engine 4 1:1 reinkopieren und es schaut gut aus. Ist mir doch scheißegal, ob sie es reinkopieren. So, solange es gut ausschaut und in die Welt reinpasst, ist mir das doch völlig wurscht, wo es herkommt. Echt? Ich meine, das sind selbst dieselben Bäume, die Battlefield benutzt. Spielst du deswegen jetzt kein Battlefield mehr oder was? Battlefield kauft auch seine Bäume, ja. So, jetzt ganz kurz zu Hendrik's Statement. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es bedeutet, ein MMORPG zu machen. Wir sind halt ein MMORPG und nicht ein Singleplayer-Spiel. Aber uns vorzuwerfen, dass wir ein Asset-Flip sind und dass wir nur Geld abgreifen wollen, das stimmt halt hinten und vorne nicht. Und Unreal Engine stellt uns halt durch den Marketplace halt Sachen zur Verfügung, wo wir normalerweise halt ewig lang brauchen, um die entwickeln zu können oder wir müssen sie ja quasi entwickeln. Aber so können wir uns halt einen Haufen Zeit sparen und halt unsere gesamten Ressourcen darauf verwenden, Bugs zu fixen oder halt neue Mechaniken zu implementieren oder halt quasi das Spiel an sich einfach besser zu machen, ohne dass wir jetzt ewig viel Zeit in irgendwelche, keine Ahnung, das Fass, das schon 1 Milliarde Mal modelliert worden ist, brauchen wir jetzt nicht nochmal extra modellieren. Und wir sind halt ein kleines Team, also können wir auch niemals mit den riesen Entwicklerstudios mithalten,
Aber selbst die riesen Entwicklerstudios, die kopieren auch tatsächlich. Also die benutzen auch ganz, ganz viele Assets aus den Stores halt eben. Weil sie sich halt eben immens viel Zeit sparen. Und die nutzen natürlich immer den generierten Content, weil es sich halt einfach mehr lohnt, als jemanden hinzusetzen, der die Scheiße dann wieder modelliert, anstatt dass man halt einfach das Zeug halt einfach kauft für ein paar Dollar. Und das sollte echt nicht schwer zu verstehen sein, selbst für den Letzten, der daran zweifelt. Warum macht jeder Riesenspielhersteller genau das? Ja, das ist halt einfach nur, weil sie Geld sparen wollen. Mehr auch nicht. Sie wollen halt einfach Zeit und Geld sparen. Und mit der künstlichen Intelligenz und so weiter wird vor allem auch die Entwicklung sehr schnell voranschreiten. Vor allem auch bei uns. Wir werden es natürlich auch so gut wie es geht irgendwie benutzen können. Oder so gut wie es geht, wie es dann uns zur Verfügung steht. Soweit werden wir es halt benutzen. Aber gerade die riesen Entwicklerstudios, die greifen vor allem dann auch auf die künstliche Intelligenz zurück, die dann tatsächlich auch viele Sachen dann bei denen abnimmt. Und wir schauen dann auch, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Wir machen auch viele Sachen selbst, wie zum Beispiel unsere Rassen, die kann man halt nicht einfach so kaufen irgendwo in einem Asset Store. Oder auch unsere ganz speziellen Rüstungen oder Waffen oder Tiere oder noch ganz, ganz viele andere Sachen. Wir machen sehr, sehr viele Sachen tatsächlich auch selbst, weil die müssen ja auch in unser Mortal-Universum passen. Ich meine, es wäre total schmarrn, wenn wir da jetzt irgendwelche Sachen kaufen würden und die würden da gar nicht reinpassen in unser Setting. Und auch wenn wir Sachen kaufen, dann passen wir extrem darauf auf, dass die halt auch zum Spiel passen, dass die halt auch reinpassen und dass die halt auch gut aussehen, dass sie halt auch irgendwie da ihren Platz haben. Manche Sachen haben wir auch gekauft und haben sie dann nochmal nachträglich angepasst, nur damit sie halt irgendwie in das Setting reinpassen. Und wir haben eine ganz spezielle Netzwerklösung. Und wenn du mal googelst, zum Beispiel MMORPG, Unreal Engine, Boilerplate oder vorgefertigtes MMORPG mit der Unreal Engine, das gibt's halt einfach nicht. Und wir haben halt unsere eigene Lösung. Wir haben jetzt 15, 16 Jahre Erfahrung darin, eine Netzwerklösung erarbeitet, die halt sehr, sehr einzigartig ist. Sowas gibt es nicht auf dem Markt. Es gibt es einfach nicht. Wir sind da absolut einzigartig, was das angeht. Und da ist natürlich eine Menge Zeit reingeflossen, dass es so gut funktioniert, wie es jetzt halt funktioniert. Wir haben sogar teilweise echt Anrufe bekommen von anderen großen Entwicklerstudios, selbst von ganz, ganz großen Firmen. Und wir benutzen natürlich die Unreal Engine nur, um unsere Sachen zu rendern, um unsere Sachen darzustellen. Und vor allem für mehr ist die Engine natürlich auch nicht da. Also alles andere ist natürlich selbst gecodet, eigens gemacht und eigens programmiert. Wir machen jetzt natürlich erst noch Territory Control fertig, dann kommt die Unreal Engine 5 und dann kommt das Epic Game Release und dann schauen wir mal, was danach dann so alles kommt. Halleluja, das sind ja schon mal super Aussichten. Also auf jeden Fall, ich kann nur sagen, die ganzen Leute, die immer sagen, hey, das ist bloß ein Asset-Flip oder sowas, mein Gott, Leute, ey, echt ohne Scheiß, grabt euch irgendwo ein, das geht mir langsam echt auf den Sack. Ich krieg fast jede Woche irgendwie 2 Kommentare, vor allem auf dem englischen Kanal, dass das Spiel einfach nur ein Asset-Flip ist und dass sie alles nur kopieren und so ein Schmarrn. Nein, das tun sie eben nicht. Sie sparen sich extrem viel Zeit und fokussieren sich halt auf Sachen, die einfach wichtig sind. Es ist einfach wichtiger, dass wir Mechaniken und Features ins Spiel reinbekommen, anstatt dass irgendwie dieses Fass einzigartig ist. Scheiß doch die Wand an, ja, oder dieses Haus, ja. Würden die so arbeiten, hätten wir nicht mal Housing. Ist ja auch vollkommen egal. Also bitte Like da lassen, subscriben, teilen, ja, und die Glocke drücken, wenn nicht schlecht. Und voten nicht vergessen. Und vielen Dank natürlich an alle Supporter. Kabel, Professor Olu, Keros, Love Gaming, Giovanni Vargas, Ronus, Partnerlachs, Columbuldock, Greta, you, du und alle anderen natürlich auch. Niemals vergessen, die Objekte hart zu machen. Die Objekte hart zu machen. Nee, okay, Party hart. Servus!